Hallo zusammen, heute haben wir einen italienischen Burger, Spaghetti Carbonara als Brötchen und innen drin Salsiccia. Und wenn ihr sehen wollt, wie ich das gemacht habe, bleibt einfach dran. Was brauchen wir heute alles für unseren italienischen Burger? Fange ich mal hier an. 4 zerkleinerte Toastscheiben, so ähnlich wie Paniermehl, aber Paniermehl ist um einiges trockener und mit dem Toastbrot bleibt es dann schön fluffig und weich. 400 Gramm Salsiccia, in dem Fall ein bisschen scharf. 100 Gramm geriebenen Parmesan, ein paar Kirschtomaten, Rucola. Dann habe ich hier eine fertige Burgersoße. Schmeckt richtig gut, finde ich. So ähnlich wie eine Cocktailsoße. Salz, Pfeffer. Dann vorgekochte Spaghetti. Und zwar waren das 100 Gramm Spaghetti, gekocht wahrscheinlich über 200 Gramm. Ganz wichtig, die fertig kochen, ein bisschen mehr als al dente, weil wenn die zu hart sind und dann beim Braten werden die noch härter. Und ganz wichtig, die sollen noch lauwarm sein und kein Öl. Wir brauchen die Bindung, dieses Klebrige, was die Spaghetti an sich haben, wenn man kein Öl reinmacht. Ausgelassenen Bacon, ganz einfach, kurz durch die Pfanne ziehen. Je länger ihr das in der Pfanne lässt, desto knuspriger wird es. Es soll jetzt nicht so übertrieben knusprig sein. 3 Eigelbe und 2 Knoblauchzehen. Hier habe ich schon die Spaghetti liegen und dafür brauchen wir noch eine größere Schüssel, wo wir das Ganze ja, zu meinem Teig verrühren. So ein Spaghetti-Burger als Brötchen ist nichts Neues. Habe ich mir einige Videos angeschaut, aber da waren die Spaghetti so rustikal und ja, einfach so zusammengerollt, kaum gehalten. Und wir schneiden die Spaghetti ein bisschen kleiner, nicht zu viel, aber ja, das sollte schon ein bisschen, ja, das reicht schon, kleiner werden. Dann ist das besser gleich beim Formen. So, das genügt schon und rein damit in die Schüssel. Jetzt kommt zu den ganzen unsere 3 Eier. Salz, Pfeffer. Jetzt hacke ich noch den Speck ein bisschen klein, entweder in Streifen oder ein bisschen Würfel. Man hätte auch schon gewürfelten nehmen können, aber ich hatte den einfach da. So, der Speck ist drin. Jetzt kommt die Hälfte an Käse, die andere habe ich überlegt später auf den Patty. Und schon mal Hälfte vom Paniermehl. Mal schauen, ob wir alles brauchen und jetzt gründlich schön zerkneten. Ja, wir werden auf jeden Fall noch was benötigen. Ja, so sieht das Ganze schon aus. Knoblauch habe ich noch vergessen. Rühre ich noch mit schnell runter. Aber ansonsten gefällt mir das schon ganz gut. Es ist auf jeden Fall klebrig. Das Toastbrot sorgt noch zusätzlich für so eine gewisse Bindung. Und also nochmal ein bisschen umrühren. Was wir jetzt brauchen ist, ihr könnt das natürlich mit der Hand formen. Ich möchte das mit einer Burgerpresse machen, also etwas Frischhaltefolie. Das Ganze in 4 Teile aufteilen. Ja, das müsste genügen. Macht euch die Hände nass. Man sieht, das klebt ja schon von alleine. Ja, ein bisschen kann noch. Dann legt ihr das einfach in die Mitte. Klappt das ein. Packt das in eure Burgerpresse rein. Brauchen wir das Gegenstück und presst das einfach zusammen. Man sieht, wie schön das gepresst wird und die Folie verhindert, dass es dreckig wird und schön einfach später das sehr gut auf dem Grill packen können. Schaut euch das an. Ein perfektes, ja, Patty, in dem Fall Brötchen. Ich habe noch überlegt, das anzufrieren, damit das nicht auseinanderfällt, aber glaubt mir, Leute, das ist auf jeden Fall stabil. Jetzt kommen wir zu unseren Würstchen, da ganz einfach. Der Vorteil, das ist alles gewürzt und passt. Einfach die Pelle aufschneiden und das Innere rausholen. Hier steht das Fleisch aus 4 Würstchen und ich habe das schon mal aufgeteilt in 2 Teile. Für 2 Patties ein bisschen so eine Frikadelle Form.
in die Form und dann einfach pressen. Los geht's. Ich hoffe, mir reicht das Gas. Die Flasche ist schon ziemlich leicht und ja. Aber wir brauchen nicht lange. Als erstes braten wir uns unsere Brötchen an. Dafür brauchen wir nicht viel Hitze. Es soll ja schon ein bisschen Farbe kriegen, aber auch nicht schwarz werden. Also langsam von jeder Seite schön anbraten. Die Stunde der Wahrheit ist gekommen. Jetzt drehen wir die einmal. Und ja, es sieht schon gut aus. Es hält auf jeden Fall und es riecht wirklich. Hat diesen Geruch nach Parmesan, Spaghetti. Ja, wie Spaghetti Carbonara halt. Halt in anderer Form natürlich. Ist jetzt kein Original, aber die sehen doch vernünftig aus. Und ich kann mir vorstellen, dass wir das sogar in der Hand essen können, ohne dass es zerfällt. Das gleiche Spiel von der anderen Seite. Man sieht sogar, der Parmesan ist zwischendurch geschmolzen. Hier liegen unsere Spaghetti Carbonara Brötchen und jetzt schnell das Fleisch angrillen. Ja, die Masse von Salsiccia ist, ja, lässt sich nicht so gut vermischen miteinander. Aber ich hoffe, die halten. Obendrauf mache ich so eine Presse, ganz einfach, damit die sich nicht aufblasen und so rund werden. Die Zeit ist gekommen, denke ich mal, das Ganze zu drehen nach nicht mal 5 Minuten. Man sieht, wie viel Fett das noch gelassen hat. Das Salsiccia ist eine richtig fette Wurst. Halt tut das auch einigermaßen gut und hat auf jeden Fall eine schöne Farbe. Eigentlich wollte ich ohne Käse machen, aber ja, ein bisschen kann nicht schaden. Und ich mache jetzt den Deckel zu. Die Presse brauchen wir jetzt nicht mehr. Und lasse die auch noch ein bisschen warm werden. Und dann bauen wir das alles zusammen. So, das Anrichtebrett ist schon fertig. Die Kirschtomaten habe ich noch in Scheiben geschnitten. Rucola und die Soße. Wirklich, die Soße ist jetzt keine Werbung. Das ist meine Meinung. Ist richtig gute Soße, schmeckt richtig, richtig gut und wird wahrscheinlich sehr gut dazu passen. Jetzt legen wir uns das auf jeden Fall Reis, 2 Scheibchen davon, und natürlich, wie es sich gehört, kommt da drauf etwas Soße. Und ja, so eine Barbecue-Soße würde eher nicht passen. Eher so auf Mayo-Basis oder so Cocktailsoße. Etwas Rucola. Auf den Rucola kommen unsere Patties. Die sind ganz schön zusammengeschrumpft, aber ist noch okay. Das Fleisch ist so rot, weil es gepökelt ist. Die Wurst einigermaßen etwas und da Paprika drin war. Aber das ist sowas von durch. Oben drauf kommen unsere Kirschtomaten. Ich wollte jetzt wirklich nicht zu viel auf diesen Burger machen. Eigentlich auch kein Käse. Habe ich jetzt gemacht, egal. Wir wollen nur den Geschmack von Salsiccia, etwas Soße und den Spaghetti hier haben. Okay, hier habe ich jetzt keinen Platz. Auf die mache ich auch etwas Soße und dann legen wir die drauf. Genau so. Heiß. Oben drauf. Ich würde sagen, lass uns das anschneiden. Auf jeden Fall ohne Probleme kann man sich das in die Hand nehmen. Und ich schneide das in der Mitte einmal durch. Schon ein bisschen Fleisch entgegen. So sieht das Ganze aus, Freunde. Es sieht auf jeden Fall gut aus und wenn ihr sowas macht, wird das auf jeden Fall ein Hingucker und jeder wird fragen, wie hast du das gemacht? So, lass uns das erstmal probieren. Hier bin ich wieder.
Es ist wirklich nicht gelogen, ein mega Burger. Salsiccia an sich ist eine sehr würzige Wurst, salzig. Und dann diese mega Soße, habe ich nicht selber gemacht, aber die ist gut. Süßlich, säuerlich, etwas scharf und dann das hier. Mit typischer, man schmeckt auf jeden Fall Nudeln raus. Den Speck, Parmesan, Ei. Hätte ein Ticken Salz mehr gekonnt für mich, aber es ist würzig. Mir schmeckt das wirklich, wirklich gut. Ich bin überrascht, dass es so gut funktioniert hat, wie ich das dachte. Wie gesagt, wenn ihr kein Toastbrot macht oder etwas Paniermehl, ich würde Toastbrot empfehlen, dann halten die Nudeln nicht so gut zusammen und ihr habt das ein bisschen durcheinander. Aber so mega. Also ich sag euch, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.